Schon 50 Jahre waren ins Land gegangen. 5 Jahrzehnte lang hatten sie gewartet, dass er wiederkäme. Dass er wiederkäme, dieses Mal aber nicht unscheinbar in einem entlegenen Winkel der Welt, sondern begleitet von Heerscharen, bejubelt von den Gerechten. Und nicht als kleines Baby in einer Windel, sondern als starker Kriegsherr auf einem weißen Ross mit Feuerflammen, die aus seinen Augen schlagen würden. Und dann würde er mit einem Hauch seines Mundes die Übeltäter alle vernichten. Lüge, Unrecht und Gewalt wären für immer beendet. Glaube, Hoffnung und Liebe würden ihr Recht bekommen. Auf diese Wiederkunft ihres Herrn und Meisters warteten sie, aber noch war er nicht zurückgekehrt. Manche, die all die Zeit gespannt waren wie ein Flitzebogen, die jeden Tag so gelebt hatten, als sei er der Letzte, sahen sich betrogen mit ihrer Wachsamkeit. Andere legten ihre Hände in den Schoß, wurden nachlässig in der Beachtung der Gebote, die der Herr und Meister ihnen ans Herz gelegt hatte. Sie dachten, es ist ja noch genug Zeit, um umzukehren, bevor er irgendwann mal kommt. Für diese Menschen wurde das heutige Evangelium geschrieben. Circa 80 nach Christus hat Matthäus sein Evangelium verfasst, also 50 Jahre nach dem Tod von Jesus Christus. Und der heutige Abschnitt enthält Mahnungen zum richtigen Verhalten angesichts dessen, was die Theologen Parousie-Verzögerung nennen. Parousie ist der Fachausdruck für die Wiederkunft Christi und die hatte sich eben verzögert. Paulus war noch der Meinung, er würde das noch erleben, also es würde gar nicht mehr lange dauern und Jesus würde wiederkommen, diesmal als Messias, als Menschensohn, als Weltenrichter. Aber Jahr um Jahr war vergangen und nichts dergleichen war geschehen. Und da machte sich Unruhe breit in der jungen Kirche. Viele waren verunsichert und fragten sich, was ist denn nun? Um denen zu sagen, wie man sich verhalten soll, auch wenn der Messias noch nicht gekommen ist und vielleicht auch morgen und übermorgen nicht kommt, um denen also Tipps zu geben für das richtige Verhalten, hat Matthäus dieses Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen aufgeschrieben. Und es hat ja zuerst mal eine entlastende Botschaft. Man darf schlafen. Die Jungfrauen müssen nicht die ganze Nacht wach bleiben, um zu warten, bis der Bräutigam kommt. Sie dürfen sich hinlegen und ausruhen, ihre Kräfte einteilen, müssen nicht wie bei einem Endspurt nochmal alles geben. Man kann auch nicht jahrelang jeden Tag so leben, als sei es der letzte Tag. Bei Exerzitien war das mal die Aufgabe, sich vorzustellen, man hätte nur noch einen Tag zu leben, was man dann tut. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nachdem ich diese Übung gemacht habe, ich würde die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, aufsuchen und ihnen sagen, dass sie mir wichtig sind und sie so segnen. Aber das kann ich natürlich nicht jeden Tag machen, dann nutzt sich's ab und hat nicht mehr diese Wirkung. Also man kann nicht jeden Tag so leben, als sei er der Letzte. Und das ist ja erstmal auch entlastend. Aber im Gleichnis steckt natürlich schon auch eine Forderung drin. Auch wenn man schlafen darf, wenn man ausruhen darf, wenn man nicht jede Sekunde gespannt sein muss, so soll man doch vorbereitet sein. Man muss nicht jeden Tag so leben, als sei es der letzte Tag, aber man soll doch so leben, dass man bereit wäre, wenn es heißt, bald kommt der letzte Tag. Also lieber heute schon anfangen mit Glaube, Hoffnung und Liebe und sich schon jetzt darin einüben. Für dieses Vorbereitetsein im Glauben, im Hoffen und im Lieben steht das Reserveöl im Gleichnis, das die klugen Jungfrauen dabei haben, die törichten aber nicht. Und darum können die klugen ihr Öl auch nicht teilen, denn man kann ja nicht für andere glauben, hoffen oder lieben. Ich habe mich gefragt, was das vielleicht heißen könnte, vorbereitet sein in Glauben, Hoffnung und Liebe, was das ganz konkret bedeutet.
Neben der allgemeinen Ethik, die da sicher zu beachten ist und die in den 10 Geboten grundgelegt ist, gibt es für das katholische Christsein noch die 5 Kirchengebote. Erstens, am Sonntag und Feiertagen den Gottesdienst mitfeiern. Zweitens, mindestens einmal im Jahr beichten. Drittens, mindestens in der Osterzeit die Kommunion empfangen. Viertens, am Freitag ein Opfer bringen und in der Fastenzeit sich einschränken. Und fünftens, in der Kirche mitmachen und ihr auch in ihren materiellen Bedürfnissen beistehen. Diese 5 Kirchengebote werden heutzutage von vielen Katholikinnen und Katholiken eher frei betrachtet und gehandhabt. Ich sage es ganz ehrlich, ich begrüße diese Freiheit, denn wenn Glaube eine Beziehung zu Gott ist, dann kann Zwang hier keinen Platz haben. Aber wo Freiheit ist und wo diese Freiheit nicht infantil ist, ist sie immer auch gepaart mit Verantwortung. Wenn ich diese 5 Kirchengebote nicht einhalte, dann muss ich eben einen anderen Weg finden, um das zu verwirklichen, was durch diese 5 Gebote verwirklicht werden soll. Und dann muss ich, wenn ich am Sonntag und an den Feiertagen den Gottesdienst nicht mitfeiere, einen anderen Weg finden, wie ich meinen Glauben nicht nur intellektuell zu durchdringen versuche, wie ich nicht nur durch gute Taten den Glauben in die Tat umsetze, sondern wie ich ihn auch feiere, wie ich Rituale finde, um diesem Glauben ein Zeichen zu setzen. Denn das bedeutet ja unter anderem auch, die Kommunion zu empfangen oder zum Gottesdienst zu gehen. Und dann muss ich eben auch einen anderen Weg finden, meinen Glauben, meine Überzeugungen auch mal von außen befruchten und vielleicht sogar in Frage stellen zu lassen. Das soll ja unter anderem die Predigt leisten, dass sie nicht nur in ihrem eigenen Saft kochen, sondern sich von uns immer mal wieder auch Dinge sagen lassen, die sie zum Nachdenken und vielleicht sogar zum Umdenken bringen. Und wenn ich nicht einmal im Jahr beichte, dann muss ich eben einen anderen Weg finden, mir wenigstens einmal im Jahr Rechenschaft zu geben über mein Denken, Fühlen, Reden und Tun. Und wenn ich dann entdecke, dass da was zu korrigieren ist, diese Korrektur auch vornehmen. Und wenn ich nicht faste oder das Freitagsopfer bringe, dann muss ich eben andere Wege finden, um meine Abhängigkeiten zu verringern. Denn auch dazu ist ja das Fasten oder das sich Enthalten von Fleischgenuss oder von anderen Genussmitteln gut, dass ich nicht abhängig bin, dass ich ein freier Mensch bin, dass ich sage, ich kann auch mal ohne dieses oder jenes leben. Und wenn ich der Kirche nicht in ihren Bedürfnissen und auch in ihren materiellen Bedürfnissen beistehen will, dann muss ich einen anderen Weg finden, wie ich solidarisch sein kann mit einer Organisation oder einer Institution oder einem Anliegen, das es vielleicht verdient hat, von mir unterstützt zu werden. Wenn ich in dieser Weise mein Leben sozusagen nicht nur einfach so dahin lebe, sondern versuche, mit dem, was mit den 5 Kirchengeboten verwirklicht werden soll, meinem Leben auch einen gewissen Sinn und eine gewisse Tiefe zu geben, dann darf ich mich vorbereitet fühlen für die Wiederkunft Christi. Dann darf ich hoffen, berechtigt zu sein, am himmlischen Hochzeitsmahl teilzunehmen, wann immer der Tag und die Stunde dafür anbricht.